Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors. Im letzten Part haben wir die Schattenebene geschafft, wo wir Midna getroffen haben. Und Midna ist jetzt auf unserer Seite, mit der wir jetzt den Schattenpalast machen werden, denn wir müssen Sia aufhalten. Und Midna hat noch ein Hühnchen mit Sia zu rupfen. Und ich bin auch losgegangen und habe alle Charaktere mal ansatzweise ausgerüstet. Midna hat jetzt natürlich noch keine tolle Waffe. Das müssen wir bedenken. Lana had saved an unusual girl named Agatha from the Twilight. To thank Lana for her rescue, Agatha gave her a goddess butterfly, an insect that could guide her wherever she wished to go. A curious Twi'lee named Midna also joined the party for reasons of her own. The heroes follow the goddess butterfly, eventually arriving at the Palace of Twilight. There, they met a terrible foe. It was Zand, the usurper king of the Twilight Realm. Lana and Midna would have to overcome his unnatural powers to complete their task. Ha, ich wusste doch, dass er irgendwie auf Deutsch eher Sante und nicht Zand heißt. Naja. Wir sind jetzt auf jeden Fall im Twilight Palace und jeder, der das EA Treehouse gesehen hat, auf jeden Fall von Anfang an, also nicht EA, E3, so, E3 Nintendo Treehouse, von Anfang an geguckt hat, so wie ich fast die ganze Zeit durch. Das war, glaube ich, irgendwie schon am ersten Tag. Da haben sie dann im Treehouse diese Stage hier gezeigt. Auch bloß dann da, das kann man immer noch nachgucken, aber wir machen sie jetzt. Mit Midna, genauso wie im Treehouse damals. Und die Musik ist mal wieder super. Vor allem jetzt. Das Seelenportal dürfte hinten im Palast sein. Wir müssen den Wächter bezwingen und es schließen. Ich verteidige die Festung. Du kommst mir aber zu Hilfe, wenn der Feind die Oberhand gewinnt. Okay. Hauptquartier bewachen und den Kommandanten unterstützen? Alles klar. Oh ja, das sind hier die selbe Art von Gegner, die wir ja schon im Wald getroffen haben, diese Redeads. Die ja wunderbar einen immer stoppen mit ihren Angriffen. Ich werde mein Bestes geben. Ach, come on. Willst du nicht endlich hier sterben? Ups. Fuck. Ich will mal mitten das Angriff da sehen. Los. Fuck. Was machst du denn jetzt? Mist. Komm, ich will noch... es ist mir das Wichtigste gerade, ihren Angriff mal so zu sehen. Jetzt aber. Ah, nice. Very nice, Midna. Ja, wie wir sehen, Midna greift mit dem Schattenwolf an, der in Twilight Princess an sich Link ist. Das hier ist aber höchstwahrscheinlich kein Link, weil er sieht anders aus. Wir müssen aber eigentlich nach rechts, hier nach auf die rechte Seite der Map. Und da möchte ich eigentlich hier hinten jetzt erstmal diesen Außenposten erobern, denn der ist mein. Also gib ihn mir. Und hier weiß ich jetzt, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Ich war irgendwie der Meinung damals ja, dass in Skyloft, aber jetzt erinnere ich mich wieder. Das hat man in der Gamescom gesehen. Närrische Prinzessin Midna. Erlaubt mir euch die Macht der Schatten. Mich erlaubt. Ach, keine Ahnung. Es war halt echt schwer zu spielen und dabei noch das zu lesen. Das ist Santo. Aber warum beschützt er das Seelenportal? Ich krieg die Stimme nicht mehr richtig hin, die ich vorher gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ob Midna... Oh ja, doch, hier. Ob ich mit Midna gerade so viele Teile freigeschaltet habe. Auf jeden Fall kann ich hier einmal unten den Bumerang und dann können wir hier diesen wunderbaren Sturmbumerang benutzen. Um den Gegner nochmal richtig viel Schaden zu bringen. Aber ich muss echt sagen, so was Massenschaden angeht, da muss ich echt sagen, da war Darunia, den ich ja nicht so sehr mochte, viel besser. Weil der hat dann echt bei solchen Teilen, der ist da reingegangen, boom, hat einfach so richtig Schaden gemacht. Aber Midna gehört jetzt schon eher zu den Charakteren, die ich eher spielen würde. Die gefällt mir da doch einigermaßen, im Gegensatz zu Darunia. Der mir so im One-on-One mit anderen so gar nicht gefallen hat. Und vor allem, guck mal, wie sie die Truhe aufmacht. Einfach nur toll! Noch eine neue Waffe. Was das wohl sein wird? Das erfahren wir immer erst am Ende. Und die passt da nie richtig auf, weil ich das immer durchklicke. So, wir gehen weiter. Ich finde das auch so toll, wie das dann, wenn sie rennt, dann kommt halt dieser Wolf raus. Ich meine, das hätte man rein theoretisch auch für jeden anderen
Zerstört die Brücken! Schneidet ihre Truppen von ihrem Hauptquartier ab! Oh nein, die Brücken sind zerstört. Was machen wir jetzt? Jetzt kommen wir nicht mehr zum Hauptquartier. Wir können nicht über die Brücke! Konzentrieren wir uns einmal auf die Festung! Uns erst einmal auf die Festung. Nils, Lendin. Ich mache also einfach weiter wie gehabt, ja? Zum Angriff! Stirb! Bam! Mit einer Punch! Habt ihr den Schrei gehört? Das ist ein Midna-Schrei. Okay, eigentlich von ihrem Wolf. Der, wenn wir es wirklich angucken, er sieht ja auch nicht mal ansatzweise aus wie Link. Also das ist wirklich eher so ein Schattenkonstrukt, das sie erschaffen hat. Und kein richtiger Wolf, hier kein richtiger Wolf. Nicht irgendwie so ein Mensch, den sie da quasi in einen Wolf verwandelt. Das könnte ja auch außer, nicht unbedingt außerhalb der Twilight Zone. Nehmen wir es einfach mal Twilight Zone. Schon allein wegen der schönen Anspielung an eine Fernsehserie. Die ich leider nie geguckt habe, aber die teilweise echt total geil sein soll. Mit einer Punch! Und der Wolf, das Wolfsgeheul am Ende ist immer noch toll. Und noch eine neue Waffe erhalten. Woo! Midna, kannst du die Gestalt, kennst du die Gestalt mit dieser seltsamen Maske? Ja, er heißt Santo. Er hat den Thron des Schattenreichs geraubt. Ah, da hinten ist so ein Teil, dafür brauche ich wieder die Bomben. Oder waren da mehrere? Habe ich mich gerade eingebildet? Keine Ahnung. Ah, verdammt. Jedes Mal kriegen die mich wieder. Ich hasse die. Komm, bam, noch ein bisschen Schaden. Perfekt. Oh, und oh mein Gott, alles in einem durch. Midna, ich bin stolz auf dich. Nein, sie drängen unsere Kollegen zurück. Wir haben ja Midnas Angriff gerade, glaube ich, gesehen. Und ich mich, glaube ich, gerade wieder zu sehr... genau, Gipto, so heißen die. Ah, eigentlich finde ich das eher so ein Redead. Stürmen wir! Ach, hi, Agatha. Agneta. Ich weiß nicht, Agatha klingt irgendwie besser als Agneta. So meine Meinung. Ich meine, das sind beide so richtig alte Namen, aber trotzdem, also richtig Namen, wo man so denkt, oh, die ist uralt. Ich meine, würdet ihr euer Kind Agneta nennen? Oder Agatha? Nicht wirklich, das ist irgendwie so, wenn man Agatha hört, so ein alter Name, so ein Oma-Name eben. So wie Waltraut. Ich würde mein Kind heutzutage nicht mehr Waltraut nennen. Die Agneta-Spezialeinheit hat den Ostpalast erobert. Schön für dich. Ah, jetzt kommt die Truhe. Ich wusste doch, hier kommt, taucht dann noch irgendwie eine Truhe auf. Eine Schatztruhe? Die sollten wir uns nicht entgehen lassen. Ja, ich spreche, falls es jemand so fragt, ich spreche die so, weil die ist ja so... Ja, aus dem... Aus der Twilight, hier aus dem Twili-Reich und so, und das ist ganz komisch und deswegen... Wir haben zwar die Festung, aber das Tor ist noch zu. Finden wir einen anderen Weg. Aber die Brücke ist zerstört. Welcher andere Weg bleibt uns denn da noch? Niemand setzt sich auch nur einen Fuß in die Nähe des Seelenportals. Das lasse ich nicht zu. Hi. Drache. Zwielichtdrache Argorok. Das ist ja, glaube ich, hier der Gegner aus dem, ja, ZR ist unten. Das ist ja, glaube ich, der eine Drache da aus dem... Aus dem aus dem Lufttempel. Ich hab's endlich hingekriegt. Aus diesem Lufttempel, da muss man ja gegen seinen Drachen kämpfen. Wenn ich mich gerade recht erinnere, das ist echt schon so lange her. Das ist schon so verdammt lange her, dass ich Twilight Princess gespielt habe. Ich muss echt sagen, hier mitten als Angriff finde ich schon verdammt cool. Dieser Drache fliegt aber ziemlich hoch.
wenn ihn unsere Attacken nur erreichen könnten. Um einen Drachen zu bezwingen, bedarf es der Macht eines Magiekreises. Ja, das hatten wir ja schon in einer anderen Zeitlinie. Ich beschwöre einen Magiekreis in der Festung, unterhalb des Drachen. Ich brauche Hilfe. Ah, das ist, hier so das interessante Fakt im Vergleich zu der E3-Demo, die ja bloß auf dem Showfloor, die ja bloß hier, da bei dem, beim E3-Treehouse, die auf der, die auf, die auf dem Showfloor hatten ja quasi dasselbe, was wir auch, ist dort drüben alles in Ordnung? Ich bin hier allen mittendrin im Getümmel. Ich will auch helfen. So, hier sollen wir einen Magiekreis bauen. Agneta verteidigt die den Ostpalastausgang. Danke, dass du mal was Praktisches tust. Aber ja, die hatten ja auch quasi dieselbe Demo, die wir auch auf der Gamescom haben. Oder ungefähr. Die hatten, glaube ich, sogar mit einer spielen. Die konnten nicht mit einer spielen, damals auf der E3. Auf jeden Fall war dann hier, dass man Prinzessin Zelda helfen musste. Im Vergleich zu, im Vergleich hier zu Lana. Weil Lana war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auf der E3 noch nicht angekündigt. Also zum Zeitpunkt, wo die Demo auf der E3 war. Da wollte man da mit, ja, da jetzt auch noch nicht. Warte, ach genau, ich muss ihr, glaube ich, jetzt noch helfen, indem ich den. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Der Magiekreis muss so schnell wie möglich errichtet werden. Das Hauptquartier darf nicht fallen. Ja, kein Problem. Lana? Mach mal hin. Hopp, hopp. Job, job. Midna hat den Westpalast erobert. Ja, Lana. Die ist, glaube ich, da hinten irgendwo. Jetzt muss ich erstmal zu der hinten hinrennen. Ich habe den Westpalast, aber wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal da hinten Lana holen, weil die zu blöd ist, hierher zu kommen. Weil sie was weiß ich macht. Ja, da ist Lana. Ach, ich hole mir erstmal hier den Vorposten. Aber jetzt, wo wir ja auch die, jetzt, wo wir auch den Enterhaken haben. Wir hatten ja in, auf dem Todesberg eine Skulptulla, die wir nicht kriegen konnten. Eben weil uns der Enterhaken fehlt. Hätte ich jetzt halt zuerst die Twilight Stages gemacht, hätte ich natürlich sofort da die Skulptulla holen können. Der Westpalast droht zu fallen. Nein, aber ich muss hier. Mit einer Punch! Ich muss ja erstmal losgehen und Lana helfen, weil Lana einfach nur blöd ist. Und sich lieber hier die ganze Zeit mit solchen Ask-Felsos. Ich hab keine Ahnung mehr, wie er heißt. Da bin ich auch einfach mal wieder einen Namen von euch vergessen. Der Ostpalast. Ausgang kurz davor zu fallen. Ach verdammt, ich hätte schneller reagieren sollen. Egal, ist sowieso gleich fällig. Komm. Ach Mist. Ich wollte nämlich jetzt hier, eigentlich kann man. Erstmal kann man sich zu Gegnern ranziehen. Aber das Wichtigste ist, man kann sie runter befördern. Haben wir es fast? Ich habe auch doch keine Ahnung, wo Lana ist. Ich habe nämlich so ziemlich gerade das Gefühl, ich ziehe die sowieso nur in immer mehr Ärger rein und dann wird's das gerade nicht. Dass wir da hinten echt mal eher das Westteil. Stufe erhöht! Wuhu! Dass wir das hinten mal lieber das Westteil erobern sollten, anstatt jetzt irgendwie hier was zu machen. Aber Lana ist halt zu blöd. Ich meine, es zersagt ja nicht noch mehr, dass Lana da ist. Erobere den Westplatz und aktiviere den mal. Ist der Westplatz gefallen? Ne, da hinten ist Lana. Die macht gar nichts. Außer da einfach blöd rumstehen, weil sie Lana ist. Ich frage mich ja, wenn ich hier Midna gespielt habe, ob ich dann hier warten müsste, bis da Midna ist. So, jetzt ist der Westpalast gefallen. Okay, mit dem Westpalast kann ich ja noch leben, außer dem Westplatz. Komm, wir haben dich fast down. Oh, jetzt ist sie endlich da. Ich beeil mich ja schon. Der Magiekreis ist errichtet, damit können wir den Drachen angreifen. Ja, das wollte ich irgendwie schon so vor einer Stunde machen, aber
Du hast ja erstmal die ganze Zeit hier hinten. Dann rennst du ohne mich weiter. Könnte mir jemand zu Hilfe eilen, bitte? Ach, du hast noch die Hälfte deines Lebens voll. Piss dir mal nicht ins Höschen. Bin ich wieder nett heute. Aber Lana regt mich gerade auf, weil die ganze Zeit da hinten irgendwo so... ich will das machen. Oh, das hat nicht funktioniert. Da versagt sie dann auch noch. Lana, I am so disappointed. Gut gemacht. Hoffentlich sind wir diesen Drachenfirma los. Nicht mal ansatzweise. Hagorok habt ihr vielleicht besiegt. Aber meine Pläne sind längst nicht durchkreuzt. Hier kommt schon der nächste Schachzug des Schattenkönigs. Setzt eure Anführerin fest. Spezialist wurde auf dem Feld gesichtet. Auf dem Schlachtfeld. Der Nordpalast ist offen. Autsch. Finde ich nicht gut, dass ich da angegriffen wurde. Was ist denn das für ein Typ? Will der ein Schwätzchen halten? Hier ist nichts. Schade. Oh nein, sie haben es auf Agneta abgesehen. Sie dürfen dir nichts antun. Okay, hier diesen Spezialist. Besiegen den Spezialisten, damit Agneta nicht ent... Will ich jetzt wirklich verhindern, dass sie nicht entführt wird? Was mich auch stört, ich habe irgendwie das Gefühl, ich darf sie immer noch nicht wirklich spielen, weil ich habe vorhin mal kurz Freeplay und da durfte ich auch noch Ruto nicht spielen. Obwohl mir ja gesagt wurde, Ruto wäre freigeschaltet. Vielleicht ist sie auch erst freigeschaltet, wenn ich quasi hier die Zeitlinien fertig habe. Hm, ich sollte mich mal nach da hinten beeilen, weil der Spezialist ist ja da auf in Richtung Agneta unterwegs. Aber ich will unbedingt diesen Punkt hier haben. Okay, jetzt beeile ich mich mal lieber. Bevor Agneta da hinten entführt wird. Das wollen wir ja wirklich nicht. Ruto wäre dann schon wieder eine andere Sache. Da würde ich mir fast überlegen. Nee, Ruto, die kann ruhig schon wieder entführt werden. Wobei sie ja relativ dankbar geworden ist. Das muss man schon sagen. Er sagt ja schon mal jetzt betont Danke. So, danke, dass du mir geholfen hast. Danke. Was hätten sie mich gehabt? Ich spiele es auf jeden Fall hier ganz anders, weil wir Agorok nicht schon wieder bekämpfen mussten. Yay, die Moral von Agneta ist gestiegen. Ich weiß, diese kleinen Punkte kann man... Oh, Agorok ist zurückgekehrt. Deine Wunden sollten einigermaßen verheilt sein. Greif das Hauptquartier an. Los. Ja, er ist ja ein bisschen durchgeknallt. Wenn ihr euch noch an Twilight Princess erinnert, falls ihr es gespielt habt. Nicht der Drache schon wieder. Der geht mir auf die Nerven. Bam, mit einer Punch. I love that mit einer Punch. Ein Skulltula ist auf dem Schlachtfeld aufgetaucht. Festung einnehmen? Ja. Agorok besiegen? Vielleicht. Skulltula holen? Unbedingt. Davon wird man im Insektenreich in alle Ewigkeit erzählen. Ja, ich könnte hier noch weiter, aber... Der Hauptplatz ist durch Agorok gefallen. Wir können den Drachen nicht mit dem Magiekreis angreifen. Obere die Position unterhalb des Drachen. Ja, ja, ja. Machen wir es doch wie beim letzten Mal. Ich bin da. Machen Sie es wieder wie beim letzten Mal. Ich bin dabei. Wie gesagt, lesen und hier gleichzeitig noch spielen. Ich hab's mir schon fast gedacht. Er nimmt wieder Kurs auf die Festung. Wir müssen ihn abwehren, so schnell es geht. Ja, darf ich erstmal hier die Skulptur holen. Danke, zum Glück habe ich die Skulptur noch vorher geholt. Das heißt, hier habe ich jetzt einen Checkpoint und kann jederzeit direkt hinter der Skulptur starten. Agneta rückt vor, um Lana zu unterstützen. Danke, Agneta. Nicht, dass ich jemals mochte. Da oben fliegt Agorok. Paul. Ach, der Name ist schlimm. Wir müssen den Hauptplatz halt wieder erobern. Das sollte ja keine großen Probleme sein. Warum haben die Gegner immer solche Namen, die ich mir nicht merken kann? Ich meine, Girahim? Okay, okay. Da kann ich mir noch merken. Santo, irgendwie nicht. Vor allem, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich das die ganze Zeit falsch ausspreche. Wobei das ja quasi einfach nur aus dem Japanischen übernommen ist. Da heißt er ja auch einfach Santo. Und das muss ich auf Englisch haben, sie einfach Sand. Sand, viel cooler klingt als Santo. Deswegen habe ich mich auch schon mal die ganze Zeit gewundert. Ich habe auch lange nicht mehr Twilight Princess gespielt, wie gesagt. Der Magiekreis ist fertig, bla 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 bla. Wenigstens warst du diesmal schnell.
bringt auch nichts wirklich. Er entkommt wieder. Ich bin enttäuscht. Egal, wir können da hoch. Hui! Aragorn wurde abgewehrt. Und dann sind wir hier. Er ist wieder entkommen? Ja. Wir müssen ihn in die Reichweite unserer Angriffe locken. Aber wie? Indem ich hier ein bisschen kämpfe. Die Truppen von Sand haben weitere Verstärkungen gekriegt. Und die rücken in Richtung Hauptquartier vor. Das gefällt mir gar nicht. Ich greife in die falsche Richtung an. Ich überlege gerade wirklich, ob wir auf der... ob wir auf der Gamescom... fuck. Die machen das länger. Hagorok ist zurückgekehrt. Uhu. Ich überlege gerade wirklich, ob wir auf der Gamescom Midna spielen konnten. Bin ich der Meinung, wir konnten auf der Gamescom Midna spielen. Schon dreimal, das funktioniert nicht. Er kommt immer wieder und stur wie eine Fliege am Esstisch. Tja. Hagorok greift das Hauptquartier mit Feuerbällen an. Okay, das ist nicht gut. Ich nehme erstmal hier diesen Außenposten an. Der Angriff mit einem Magiekreis hat nichts gewirkt. Was kann ich nur tun? Keine Ahnung, besser werden? Schmetterlingchen hat eine Idee. Er will uns etwas zeigen. Folgen wir ihm. Stimmt, Agneta war auch bei dem Kampf nicht dabei. Also auf der E3. Insgesamt auch das zweite Mal, dass der Aragorn kam. Das war auch nicht auf der E3. Komm, geh runter. Ich will dich hier erledigen, danke. Wenn wir jetzt hier weiter können. Der Magiekreis, begib dich zur Quelle der Göttin. Juhu. Da schaffen wir es doch hin. Ist da hinten? Muss ich, glaube ich, hier nicht runter. Da hinten, da haben sie jetzt so eine Brücke gebaut. Danke. Greif zusammen mit Aragorn an. Lass ihn keine Luft zum Atmen. Ja, er ist durchgeknallt. Deswegen ist ihn auch so... Nein, ich werde dieses Huhn nicht mehr angreifen. Ich hab vom Death Mountain gelernt. Ich hab vom Death Mountain gelernt. Ich greife keine Hühner mehr an. Never ever again. Ihr habt es ja gesehen im Todesberg Part 2. Ich weiß gar nicht, wie ich den jetzt genau... der Revanche des Todesberges, so hieß der Part. War, glaube ich, Part 9. Ist gar nicht so lange her. Und jetzt sehen wir hier, was die große Fee macht. Aber er kommt schon wieder. Und sie verfehlten. Mann, ist die große Fee scheiße. Oder auch nicht. Na, wer kennt den Mond alles? Wer kennt den Mond alles? Ich bin ziemlich eine der wenigen Majora's Masks, Majora's Mask Anspielungen im Spiel. Was ich eigentlich schade finde. Ich meine, ich hätte nichts gegen so ein paar Majora's Masks, Majora's Mask Sequenzen gehabt. Da, der magische Angriff hat gewirkt. Der Drache fliegt jetzt deutlich niedriger. Ja, jetzt können wir mich Aragorn angreifen. Unfassbar. Sie haben den mächtigen Aragorn vom Himmel geholt. So, und wenn er leuchtet, können wir ihn hier mit dem Enterhaken runterziehen. Um ihn dann hier anzugreifen. Sie drängen uns zurück. Das ist nicht gut, dass sie uns zurückdrängen. Mitten hat aber echt ein paar nette Angriffe, vor allem hier mit den, vor allem mit den Wölfen, das finde ich echt cool. Insgesamt, sie spielt sich, also wenn man sich so mal vergleicht mit mal das mieseste Beispiel, Darunia. Oh, fuck. Nein! Dammit! Ich sollte nicht auf andere angreifen, während ich das hier mache. Außer ich mache sowas. Weil ich dann mich aus Versehen verlenke. Komm schon mit einer... Oh mein Gott, ich sterbe bald. Wir verschieben das erstmal auf ein andermal. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Ihr müsst doch hier irgendwo Heil-Items haben, oder? Rubine. Rubine, Rubine. Power-Up. Oh fuck. Oh, shit. Das ist jetzt peinlich. Vom letzten Checkpoint starten. Okay, wir müssen nochmal den Magiekreis aktivieren.
Wenigstens ab der Stelle. Aber das war jetzt irgendwie extrem peinlich. Aber ich habe auch nicht gedacht, dass er mir jetzt so folgt. Das habe ich jetzt echt nicht erwartet. Kaputt machen will. Ich guck gerade verdammt. Ich weiß schon so, wenn man so. Ich komme gerade nicht da drauf. So, Filmsequenz überspringen, haben wir schon gerade gesehen. Ich will jetzt meine Revanche gegen Agorok. Ich will mich jetzt nur noch um Agorok kümmern. Nicht, dass ich ja irgendwie so nebenbei. Dass ich dann so nebenbei irgendwie ein paar Gegner erledigen könnte. Nee, nee, nee. Nur um Agorok. Er ist das Hauptziel. Mal hier eben Lana retten. Autsch. So, so macht man das. Nicht stehen bleiben, wie ich vorhin gemacht habe. Das ist ein großer Fehler. So, jetzt können wir sie angreifen. Ich kann nicht mehr. Zu Hilfe. Wo ist denn Agneta? Der Westplatz droht zu fallen. Ich habe keine Ahnung. Ach, du bist doch noch fast voll, Agneta. Kenn ich mal. Und du schimpfst dich eine Kämpferin? Ist schon fast peinlich. So, oh, mein Leben ist fast voll. Ich muss unbedingt gerettet werden. Mach's mal richtig, Agneta. Echt mal. Machen wir mal hier noch so den schönen Angriff, damit ich die hinteren auch noch ein bisschen verletze. Boom. Und dann können wir ihn hier noch... Ja, jetzt sehen wir hier einen schönen Midna-Angriff. Midna-Kick! Okay, der Midna-Punch gefällt mir besser. Midna-Punch. So, jetzt wieder. Erst, wenn man es dann so raus hat und nicht die ganze Zeit im Feuer stehen bleibt. Ihr habt wahrscheinlich die ganze Zeit... Ihr habt wahrscheinlich die ganze Zeit so an den, auf den Fernseher geschrien. Nils, warum greifst du denn da an, während du noch im Feuer stehst? Und ich so... ja. Genau deswegen wollte ich mich um die anderen Gegner noch nebenbei kümmern. Das war jetzt doof mit dem Redead. Wenigstens schadet er den noch auch mit. Das gefällt mir wieder gut, dass er den auch schadet. Hol ich mir den erstmal wieder runter. Dann hoffen wir, dass die Redead hier nicht allzu sehr nerven. Was sie aber anscheinend gleich tun. Was ich aber gerade nicht hoffe. Ich überlege gerade echt wegzurennen und Agorok wird mir ja sowieso wieder folgen, oder? Oder? Ich hoffe es. Ich hoffe es, er wird mir einfach wieder folgen. Dann sind wir alle wieder glücklich. Und komm runter. Da haben wir ihn. So, Agorok, nimm mir jetzt mal richtig schön Schaden. Genauso wie du es gerne hast. Bams. Okay, Agorok wurde besiegt. Alles gut, alles gut. Ich habe noch Materialien erhalten. Jetzt kann ich mich hier noch um die Idioten kümmern, die mich die ganze Zeit genervt haben. Und cool, dass wir da noch gerade so ein bisschen getroffen haben. Zum Angriff, folgt eurem König. Euer König wird euch zeigen, wie man kämpft. Und Nils wird euch zeigen, wie man nicht liest. Santo rückt in Richtung Hauptquartier vor. Wir müssen jetzt wahrscheinlich Santo erledigen. Das habe ich auch vor. Ja, genau, besiege Santo. Der ist er schon. Hi. Hier sehen wir wieder, wie verrückt er ist. Ich muss echt sagen, das war so ziemlich eines der unerwartetsten Dinge in der Zelda-Historie. Dass man einen so verrückten Typen plötzlich hat. Ich meine, selbst Ganondorf hat sich doch irgendwie ansatzweise unter Kontrolle. Aber er, nee, er dreht einfach komplett durch. Ja, insgesamt, ich habe auch Twilight Princess nie durchgespielt, weil ich irgendwie so ab dem Moment, wo dann so, wirklich, Zelda-Marionette, das ist exakt den Kampf von, das ist exakt den Kampf damals von Ganondorf, hier der Anfangskampf aus Ocarina of Time, kopiert, wirklich. Toll, das macht auch nicht hier. Wann macht er denn mal seinen... Wann lässt er denn hier mal seinen Unverwundbarkeit loslassen, ne? Ja, was hältst du davon, Sand? Ja? Willst du nicht mal getroffen werden? Nein? Nein, wäre das nicht mal voll cool? So wie alle coolen Leute. Alle coolen Leute lassen sich mal so treffen. Nein, Sand. Wirklich? Wirklich, Sand? Und die lassen sich alle treffen. Das ist heute in. Sich von mir besiegen zu lassen. Das ist voll in.
kleinen Girahim hat's gemacht. Agorok hat's gemacht. Darunia hat's gemacht. Visceral hat's gemacht. Also das ist voll in. Der Hauptplatz steht kurz vor dem Fallen. Ja, der Hauptplatz ist mir egal, solange mein Hauptquartier noch steht, ne? Jetzt! Bam, Mist. Haben wir aber fast. Komm, mach wieder so einen Scheiß. Oh mein Gott. Okay, das macht eindeutig nicht. Oh mein Gott, da hinten ist so ein... Da hinten ist so ein Teil, das muss ich erstmal erledigen. Ah, Hilfe. Der Hauptplatz ist in Santos Truppen ist in den Truppen von Santo gefallen. Nein! Ist jetzt echt nur die Frage, Santo, kannst du mal bitte wieder deinen Modus da anmachen, dass ich dich weiter treffen kann? Das wäre voll cool. Könnte mir jemand zur Hilfe eilen, bitte? Nope. Okay, dann macht er es wieder. Fällt jetzt um. Oder auch nicht. Wohin hat er es da gemacht? Nein, diesmal nicht. Ich mag Santo nicht. Der lässt hier keine Schwäche zeigen. Der will keine Schwäche zeigen. Und das finde ich voll nicht gut. Alle anderen wollen hier auch Schwäche zeigen. Aber nein, Santo will natürlich immer wieder die Extrawurst. Und will zeigen, ich bin so toll. Mich könnt ihr nicht besiegen. Bla 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 bla. What the? Ja, seht ihr? Er macht es einfach nicht. Er will einfach keine Schwäche zeigen. Und das finde ich voll nicht okay. Versuchen wir es mal so. Boom! So, mein Gott. Agneta hat ein Feuer irgendwas erledigt. Ist mir egal. Agneta ist mir egal. Ich kümmere mich hier um Santo, weil es ja sonst kein anderer macht. Und reg mich darüber auf, dass er seinen Schwachpunkt nicht zeigen will. Ich meine, jeder andere zeigt auch mal seinen Schwachpunkt. Nein, er zeigt einmal seinen... Zweimal seinen Schwachpunkt. Nee, einmal. Nee, einmal hat er seinen Schwachpunkt bisher gezeigt. Machen wir es halt so. Hier, bam. Spür die Kugel. Mann, der hat immer noch Leben. Jetzt geh endlich down. Blöder Santo. Ich mag dich nicht mehr. Ich dachte mal, du wärst cool, aber nein. Du bist nur ein aller Typ, der weiß, wie man kämpft. Ist voll unfair. Ich meine, hab ich hier irgendwie jetzt so einen Schwachpunkt? Mal abgesehen davon, dass ich verdammt schlecht im Ausweichen bin und verdammt schlecht in Kombos merken bin und... Okay, ich hab genug, Komm, ich will das irgendwie mit dem... Klappt nicht, na. Ich wollte das irgendwie hier mit dem, Schwächungsangriff machen. Aber stattdessen kommt hier ein Angriff. Hast du jetzt davon. Ich wollte dich jetzt noch cool umbringen, aber nein, wollen wir ja nicht. Wie konntet ihr den Mann, den Schattenkönig besiegen? Ihr seid Opfer eurer Gier, du und Zia. Wir werden die mächtigsten unserer Feinde besiegen. Jetzt können wir das Seelenportal schließen. Yay. Wir schließen das Seelenportal. Damit haben wir jetzt alle Seelenportale geschlossen. Hi, Sia. Lana, was tust du hier? Sia! Das ist sie. Sie hat mich verflucht. Wegen ihr sehe ich so aus. Nun, ich finde, das steht dir ganz gut. Passt gut zu einer Prinzessin der Schatten. Du, klar, ne? Ah! Lana, ihr Gesicht sieht aus wie du. Ich bin Zias andere Hälfte. Wir waren früher ein einziges Wesen. Okay. Was? Ja, ehrlich mal, was? Versiegeltes Buch. Stärkerer Angriff für Lana. Das heißt, im Grunde spielen wir ja Sia. Oh, mit Erfahrungsbonus. Gefällt mir.
Wenn wir jetzt noch ihre total starke Waffe hauen könnten, wäre das natürlich extrem geil. Und noch ein Teil von Midna. Das Puzzle sieht schon recht vollständig aus. Ab sofort kannst du auch als Zelda spielen. Und Charakterprofil Santo, das ich hier nie durchlesen werde, weil ich alle Informationen auch so habe, weil ich die Spiele teilweise gespielt habe. Dann geht's jetzt zum Tempel des Heiligen Schwertes. Aber natürlich erst im nächsten Part und müssen mit Link spielen. Da werde ich mir jetzt, jetzt ganz ehrlich nach der Niederlage gerade, aber ich glaube, ich werde es mir überlegen, ob ich mich wieder auf schwer stelle. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieser Part gefallen. Wenn euch gefallen hat, wenn es noch nicht getan, drückt bitte auf Gefällt mir, damit unterstützt ihr den Kanal. Und ich finde es total tüfte, wenn ihr diesen Kanal unterstützt. Denn dann kann ich noch neue, tollere Videos rausbringen. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Abonniert, dann wisst ihr, wann das nächste Mal ist. Bis dann!